Guten Tag zusammen. Unser heutiges Thema heißt die Wahl der Hochschule in Belarus. Heute besprechen wir Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen dem Berufskolleg und der Fachschule. Lernen wir das Hochschulsystem in Belarus, Universitäten in Minsk und in Polotsk kennen. In Belarus kann man nach der 11. Klasse eine Ausbildung machen oder studieren. Eine Berufsausbildung erhält man vorwiegend in einem Berufskolleg oder in einer Fachschule. Machen Sie sich mit den Informationen bekannt. Finden Sie Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Vielen Dank. Machen Sie sich mit den Notizen eines deutschen Soziologen über das Hochschulsystem in Belarus bekannt. Fassen Sie in einem Bericht diese Notizen zusammen. Vielen Dank. Lesen Sie den Text und finden Sie Textstellen, die beweisen, dass sich eine belarussische Universität als eine junge und fortschrittliche Universität vorstellt. Lesen Sie bitte weiter. Lesen Sie weiter. Und noch weiter.
Gelesen. Beweisen Sie, dass sich die Polotzke Staatsuniversität als eine junge und fortschrittliche Universität vorstellt. Vielen Dank. Lesen Sie den Text noch einmal und antworten Sie auf die Fragen. Wann wurde die Universität gegründet? Welche Fakultäten gibt es an der Universität? Welche Formen des Studiums bietet die Universität an? Welche Möglichkeiten gibt es für die wissenschaftliche Forschung? Auf welchen Gebieten sind die Absolventen tätig? Welche Freizeitaktivitäten bietet die Universität an? Dankeschön. Wem würden Sie diese Universität empfehlen? Vielen Dank. Nennen Sie weitere Lehranstalten in Belarus. Zum Beispiel die Belarussische Staatliche Universität, die Belarussische Nationale Technische Universität, die Minsker Staatliche Linguistische Universität, die Belarussische Staatliche Medizinische Universität. Welche kennen Sie noch? Danke.
wollen wir die Minsker Staatliche Linguistische Universität kennenlernen. Lesen Sie den Text und bringen Sie die Abschnitte in die richtige Reihenfolge. Mehrere Varianten sind möglich. Lesen Sie bitte weiter. Und noch weiter. Gelesen. Bringen Sie die Abschnitte in die richtige Reihenfolge. Wollen wir vergleichen? Zum Beispiel? Ich habe solche Varianten. Und welche Varianten haben Sie? Vielen Dank. Lesen Sie den Text noch einmal und erzählen Sie ihn nach. Dankeschön. Für heute machen wir Schluss. Danke für die Arbeit und auf Wiedersehen.